Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt und ich möchte dir heute einmal schnell diese Box zeigen, die ich auch mit dem zauberhaften Designerpapier Art Gallery gemacht habe. Und hier habe ich Flamingo-Rot verwendet und im Grunde sind das Ganze hier 6 Etiketten, die nochmal durch 2 Kreise gehalten werden. Und jetzt möchte ich dir einmal Schritt für Schritt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Verwendet habe ich die raffiniert bestickten Sterne und die Formen Stickmuster. Beide aktuell im Ausverkauf noch erhältlich. Für mich absolute Must-Haves. Also wenn du sie noch nicht hast, dann schlag am besten jetzt zu. Sonst ärgerst du dich, wenn sie erstmal ausverkauft sind. Ich habe das Ganze schon vorbereitet. Das heißt, ich habe mir hier einmal 3 Stücke, also 3 große Etiketten Designerpapier und 3 Etiketten in Rokoko-Rosa. Auch ja leider eine auslaufende Farbe ausgestanzt und auch schon die beiden Kreise. Du kannst das auch mit jeder anderen Art Etiketten machen. Also wenn du eine Handstanze hast, dann kannst du das auch machen. Die Etiketten hier haben jetzt eine Länge von 11 cm und eine Breite von 6 cm. Aber wie gesagt, das kannst du auch mit etwas schmaleren Etiketten machen. Dann machst du das, den Kreis halt ein bisschen kleiner. Du nimmst dir jetzt die Etiketten und falzt die einmal bei 2,5 cm. Ich lege die hier so an, dass ich auf der rechten Seite ablesen kann. Das sind übrigens meine Hausaufgaben. Es gibt ja in meinem Team immer Hausaufgaben jeden Monat. Da verschicke ich Designerpapier und Farbkarton und dann darf jeder daraus basteln, was er möchte. Und ich habe diesen Monat diese schöne Verpackung gemacht und zeige dir in meinem Beitrag auf meiner Seite, was meine lieben Teammitglieder daraus gewerkelt haben. Also guck auch unbedingt dir den passenden Blogbeitrag dazu nochmal an. So. Jetzt einmal falzen. Nein, falten, die Falz falten. Und dann habe ich die auch einfach genommen und einmal so ein bisschen über das Falzbein gezogen, sodass die gleich so eine bisschen runde Form haben. Und die brauchen natürlich alle noch ein Loch. Das hätte ich jetzt auch vorher machen können, aber das geht auch jetzt noch. So, also hier oben alle ein Loch rein. Da kannst du natürlich auch jede andere Lochzange oder einen Locher verwenden. Ne? Das hier ist ja schon eine etwas ältere Stanze. So, dann brauchst du Tombow und einen der Kreise. Und dann fangen wir einmal an und kleben das erste Etikett so auf, dass, dass es hier mittig mit dem Kreis abschließt. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Lass ich kurz nochmal üben, dass ich jetzt hier einen Knoten im Kopf habe. Nein, auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, einmal mit Designerpapier. So. Und nun wird, werden die immer so wechselseitig halb überlappend. Hier aufgeklebt. So. Und hier dann wieder im Wechsel 1 mit Farbkarton und das wird dann einmal hier so ein bisschen drunter geklebt. So.
Und das letzte Stück Papier. Das wird hier dann einmal so ein bisschen drunter gemogelt. Ja. So sieht das Ganze dann von unten aus, wenn man rumgeschmiert hat mit Kleber. Aber das kann man ja hinterher immer noch mit einem Kleber mit Radierer entfernen. Und jetzt kommt das andere Kreis einmal von oben drüber. Orientierst du dich so ein bisschen an den Falzlinien. Und jetzt kommt noch ein bisschen Band zum Einsatz. Und zwar habe ich das immer von innen nach außen durchgezogen. Ein bisschen Spucke. Morgen Abend wird wieder ein langer Abend. Da bestelle ich eure Kataloge. Also wenn du im letzten halben Jahr bei mir bestellt hast, dann bist du automatisch auf meiner Versandliste. Ansonsten darfst du dich gerne in meinen Verteiler eintragen, wenn du noch keine Demonstratorin hast, die dich mit Katalogen versorgt. Dann schicke ich dir gerne einen zu Mitte, Ende April. Und ab dem 4. Mai gilt der neue Jahreskatalog. So, und jetzt wird das Ganze hier einmal ein bisschen zusammengezurrt. Ja, der hat sich hier nicht richtig eingereiht. So. Genau, und schon hast du eine relativ große, voluminöse Box. Also da passt auch richtig viel rein. Die werde ich sicherlich jetzt auch zu Ostern nochmal mit befüllen, mit Ostereiern. Für mich eine super schöne Form und ich mag dieses Blumenmuster einfach auch total gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up-Ware bei mir bestellst. Bis ganz bald!